Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spyro the Dragon. Wir haben letztes Mal schon angekündigt, dieses Fluglevel hier setzen wir erstmal aus. Stattdessen gehen wir erstmal hier rein. Das heißt Zauberberge. Ich glaube, da mussten wir diese Sprünge kombinieren. Ich glaube, das war das Level, wo man diese Sprungschanzen kombinieren musste, diese Superladungsdingensbummens, um damit weit entferntere Ebenen zu erreichen, wie zum Beispiel die da hinten, die mit der PS1-Weitsicht nicht so schön zu sehen war. Da man jetzt eine deutlich höhere Weitsicht hat, hat man jetzt hier diese Pflanze vorgepackt, um so ein bisschen zu verbergen. Weil es ansonsten vielleicht zu leicht zu sehen wäre, dass da drüben was ist. Genauso doof war ich als Kind auch schon. Ich habe diese Sprünge, da habe ich am meisten Sparks-Leben verloren, weil ich immer in diesem blöden Wasser gelandet bin. Da oben ist ein Feuer, also ein Eisviech. Das heißt, das zeigt uns auch nochmal, dass wir von der anderen Seite nochmal kommen müssen. Ich wollte erst einen Fernkampf erledigen, aber dazu bin ich wohl zu nah an den Nahkämpfer reingekommen. Wir haben keinen Sparks mehr, na, das ist ja praktisch. Wird wohl mal wieder ein Tod in den ersten 5 Minuten bedeuten in diesem Bad. Und ich kann mich an diese Musik so unfassbar gut erinnern, weil ich als Kind diese Supersprünge zusammen chainen nicht gut hingekriegt habe. Ach du Kacke. Wir haben eben kennengelernt, dass der Nahkämpfer gefährlicher ist als die Fernkämpfer. Trotzdem, bevor ich hier alles einsammle, erstmal die Fernkämpfer erledigen. Und dann hier alles einsammeln. Und dann den Drachen befreien, um erstmal abzuspeichern. Ich kann mich nicht daran erinnern, wo hier die Feen... Oder... Die Feen, sage ich schon wieder. Wo hier die Schmetterlinge waren und ob sie überhaupt welche gab. Ich glaube, ich habe gerade Ziegel gehört. Von daher geht es wohl noch. Willkommen in den Zauberbergen. Hier gefällt mir die Superladung am besten. Zeig es diesen Zauberern. Ja. Holen wir uns erstmal Sparks wieder zurück. Wie wir eben schon gesagt haben, wir müssen hier diesen Kram kombinieren. Weil tatsächlich, wenn man 2 oder 3 Mal davon hintereinander kombiniert, dann wird dieser Sprung noch stärker. Die Schafe scheinen zu respawnen. Von daher geht es klar. Ich gucke jetzt trotzdem erstmal. Dass ich die hier alle erledigt bekomme. Und dann kombinieren wir diese Sprungschancen hier. Vor allem brauchen wir das hier momentan noch nicht, aber... Das ist eine dieser unzerstörbaren Kisten. Wie gesagt, das meiste Leben verliere ich hier, indem ich ins Wasser falle. Das da drüben war auch einer der versteckteren Orte. Das war clever. So, sind wir schon mal an so einem Ort angekommen. Das ist der Ort, an dem ich mich zusammen mit einem anderen Level, wo man 3 Eierdiebe in verschiedenen Farben fangen musste... Das waren die, an die ich mich am besten erinnere, was diese, ja, Superladung anbelangt. Aber ich habe das Gefühl, als wenn die Superladung abgeschwächt wurde. Ich meine nämlich, damals war Blaustufe, war blau, wenn du einen von diesen Sprungschanzen machst, rot, wenn du 2 von diesen Sprungschanzen hintereinander machst und lila, wenn du 3 von diesen Sprungschanzen hintereinander machst. Und damals war es auch so, wenn du mit einer Ladung einen Berg runtergelaufen bist und einen anderen Berg wieder hoch, dann war deine Ladung schon wieder aufgebraucht. Das scheint in dem Remake deutlich vereinfacht worden zu sein jetzt hier, also im Remaster. Weil jetzt habe ich diesen Sprung hier, hätte ich never ever nur mit einer Ladung geschafft. Jetzt schon. Deswegen glaube ich, dass das deutlichst vereinfacht wurde, was ich sehr schade finde. Weil das damals irgendwie die komplette Challenge dieser Welt ausgemacht hat. Für mich auch eine der schwersten, also als Kind zumindest, eine der schwersten Level dieser Welt gemacht hat. Dadurch, dass das jetzt hier mit einer Ladung schon ging, heißt das für mich eigentlich nur, dass die Schwierigkeit aus dem Level ein bisschen genommen wurde. Wie gesagt, es war damals definitiv eines der unverhältnismäßig schwersten Gebiete des Spiels. Wenn man diese Sprintsteuerung nicht hundertprozentig drin hatte. Und die Sprintsteuerung ist definitiv gewöhnungsbedürftig.
Aber irgendwie, wenn man das Original kennt, ist es dann natürlich schon schade, wenn sowas dann wegfällt. Genauso wie die Eierdiebe. Also die Eierdiebe waren halt nervig. Die waren definitiv nervig. Muss man so ganz klar sagen. Aber es gehört halt irgendwie mit zum Spiel dazu. Und ich finde, es ist komisch. Es ist ein komisches Gefühl, wenn das dann plötzlich aus dem Spiel fehlt oder vereinfacht wurde. Ich kann die Entscheidung verstehen, aber trotzdem. Nah beim Wasserfall in der Heimat der Artisanen gibt es einen geheimen Ort. Spring dort mal auf die Steine. Heimat der Artisanen? Wasserfall? Klingt gut. Das habe ich im ersten Part gemacht. Aber gut. Danke für den Tipp. So, den Drachen hier habe ich aus irgendeinem Grund übrig gelassen. Nehmen wir den auch mal mit, nicht wahr, Hexes? Klasse, Spyro. Danke für die Rettung. Dann haben wir alle Drachen gefunden. Jetzt müssen wir diese Kiste hier noch zerstören. Wie dumm. Aber zum Glück respawnen die Schafe. Das müssen wir jetzt gleich noch machen. Ich bin einfach zu inkompetent gerade. Also hier runterlaufen und dann die Kurve ein bisschen weiter ausnehmen. Und schon ist es kein Problem. Das hier als nächstes. Ja, hier ist ein ganz mieser Eierdieb. Aber der hat wieder dieselbe Reaktionszeit wie niemand anders. Eierjagd! Alle Eier gefunden. Alle? Moment, es waren alle Eier des Spiels? Es gab keine in der Größer-Kleiner-Welt? Ich kann mich jetzt auf Anhieb auch an keinen aus der Größer-Kleiner-Welt erinnern. Aber ich war mir sicher, dass ich mich einfach nicht mehr daran erinnern konnte. Ich weiß, dass es, wie gesagt, drei von diesen Eierdieben in der Sumpfwelt gibt, aber ich weiß, dass die keine Eier hatten. Weil die hatten nämlich auch andere Farben. Die waren nämlich nicht blau gekleidet, sondern die waren, glaube ich, grün, gelb und rot gekleidet. Und haben, glaube ich, eine Rubine gebracht. Oder Edelsteine halt. Aber ich dachte, dass es trotzdem noch Eierdiebe gäbe. Haben wir wirklich alle Eierdiebe des Spiels jetzt schon gefangen? Okay, wir müssen jetzt nur noch mal kurz gucken, wo wir lang müssen. Wir müssen jetzt hier lang. Hier hoch? Nee, das muss irgendwie anders gehen. Hier lang, und dann hier lang, dann never ever geht das so, wie ich mir das gerade im Kopf habe. Ja, den Bereich da vorne haben wir nämlich schon, okay. Aber hier habe ich was ausgelassen. Okay, das war das. Habe ich wieder zwei Sachen durcheinander gebracht. Vielleicht ist die Weitsicht, die zu höher ist, konnte ich Sachen sehen, die man von hier sind, wirklich eigentlich nicht sehen sollte. So, jetzt kommen wir hier nämlich nach oben und dann können wir diese beiden Idioten da vom Balkon runterschießen. Weil wir sind gerade in Welt 3 von 5, wenn man Nasty Norks Welt noch mitzählen will, von 6. Also es ist halt strange, dass wir jetzt schon alle Eierdiebe gefangen haben vom Spiel, aber wenn das Spiel uns das so sagt... Wird es wohl so sein. Wir haben nämlich auch eine Trophäe bekommen, was mich gerade gewundert hat. Ich dachte, das kriegt man vielleicht für 50% der Eier oder so, weil wir halt immerhin 50% der Welten jetzt geschafft haben. Und ich wusste auch noch, dass es hier die meisten Eier gab. In dieser Welt, aber ich wusste halt nicht, dass wir jetzt hier schon alle Eier des Spiels sammeln. Okay, wir müssen jetzt eh nochmal durch den ganzen Bereich hier durch, weil wir haben einen noch nicht geholt. Nämlich den hier. Ich glaube, ich renne wieder in die falsche Richtung, ja. So, nehme ich vom Start jetzt nochmal hier. Oder kann ich hier auch? Nee, konnte ich nicht lang. Nur mal gucken. So, jetzt gehen wir mal nicht darüber aufs Dach, sondern gehen den anderen Weg weiter. Schubidubidu. Waren wir
wir jetzt? Die beiden Geisterbrücke. Gibt es irgendeinen Hinweis, wie ich zu dem Vollidioten komme? Will ich jetzt nicht einfach so ins Nichts gleiten? Aber eigentlich müsste das da sein. Und das waren 500 von 500. Okay, da wir auch alle Drachen hatten, haben wir damit die 100% des Levels abgeschlossen. Ja, und eigentlich, ihr seht es jetzt, wir haben dieselbe Tempo. Normalerweise hätte man nämlich jetzt, wenn man eine Rampe runterrennt oder die nächste Rampe runterrennt, hätte man dann eigentlich noch einen stärkeren Boost bekommen und den gibt es nicht mehr. Den Boost, den man sonst aus zwei Rampen bekommt, kriegt man jetzt aus einer. Das macht aber auch dieses Level, von dem ich gerade sprach, mit den drei Eierdieben. Das hat auch eigentlich komplett darauf basiert, dass man ein und denselben Kurs einmal läuft, dann irgendwo eine Abkürzung findet und ihn nochmal läuft, um dann den doppelten Sprung zu, um den doppelten Schub zu bekommen, um den doppelt so weiten Sprung zu schaffen. Wenn es diesen doppelt so weiten Sprung jetzt nicht mehr gibt, dann macht das die Welt auch unfassbar simpel. Also das waren die beiden Welten, die ich am meisten im Kopf hatte hier. Diese Zauberberge und die Welt, wie gesagt, mit dem, mit den drei Eierdieben, die in der übernächsten das Level mit den drei Eierdieben, was in der übernächsten Welt kommen wird. Das waren die beiden, die ich mit am meisten im Kopf hatte, weil man da halt diese, ja, was wir jetzt gerade gesagt haben, diesen komischen Rennschub da kombinieren musste über verschiedene Rampen hinweg. Das macht das jetzt natürlich deutlich, deutlich einfacher. Begegnung mit Wirbelfiel. Also wie es aussieht, werden wir in diesem Part Welt 3 dann abschließen. Das heißt, ich habe ein Level übersehen. Wir machen jetzt den Boss. Und dann bleibt noch das Fluglevel übrig. Gut, wer weiß, ob wir das Fluglevel in diesem Part schaffen, aber ich werde auf jeden Fall dann wieder so lange das Fluglevel probieren, bis wir die 30 Minuten voll haben. Und wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, dann cutte ich halt. Jetzt wieder ein Boss-Level. Das heißt, es gibt eigentlich wieder nicht so viele Diamanten-Edelsteine hier zu sammeln. Aber es sieht so viel hübscher aus als damals. Also es sieht wirklich unfassbar hübsch aus, dieses Spiel. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Der Grafikstil ist genau meiner. Und ich finde auch, dass es nochmal ein deutliches Ticken hübscher aussieht als die Crash Insane Trilogy. Das ist gerade unfassbar doof. Jetzt habe ich Sparks schon verloren von den Standardgegnern. Und jetzt kommt der Boss. Der sieht aber auch ziemlich anders aus als früher. Den ersten Gegentreffer hat er schon mal kassiert. Jetzt die Tür hier geöffnet, ja. Jetzt kam es hier. Das ist ohne Sparks jetzt natürlich echt mies. Ich hatte das hier auch irgendwie schwerer in Erinnerung, als es tatsächlich war. Na, holen wir uns erstmal einen Drachen. Damit haben wir einen Save Point. Altair oder Altair, was weiß ich. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich im Kristall gesteckt habe. Und ich auch nicht. Wer bist du nochmal? Ich bin dann mal weg. Kannst ja nicht so lange im Kristall gesteckt haben, weil Nasty Nork hat seine Kristallmagie jetzt ja eigentlich gerade erst losgelassen. Aber gut, wir haben sie ja im Intro gesehen, wie lange das her ist. So langsam war ich jetzt auch nicht beim Durchspielen. Ich habe ja 3 Tage Pause gemacht, das tut mir leid, lieber Drache. Aber ich habe auch andere Verpflichtungen gehabt, als Drachen zu retten. Da ist der Boss, das heißt, ich sammle erstmal den ganzen Quatsch hier ein. So, das ist natürlich eine Abkürzung von da aus. Ja. Schwierig, ihn das zweite Mal zu treffen.
beklagen wir uns mal wieder dafür, dass wir von schon bevor der Bosskampf gestartet hat, keine Sparks mehr hatten. Eigentlich wieder ganz okay, würde ich behaupten. Das war dann der Boss, ne? Schwierig wie alle anderen Bosse zuvor ebenfalls. Und damit haben wir auch alles, dass ihr kein Eierdieb mehr geben kann. Sammler, 100% des Levels abgeschlossen, wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt 15 Minuten für das Fluglevel. Kristallflug. Und dann geht's in die größere und kleiner Welt. Das Spiel mit dem, die Welt mit dem wahrscheinlich größten Gimmick des kompletten Spiels. Was auch ein bisschen das nervigste Gimmick war, muss man natürlich dazu sagen. So, vielen Dank, ich wollte Sparks nur haben. Damit ich hier nicht auf dem Weg zum Level sterbe. Kristallflug. Herzlichen Glückwunsch. Ist das das mit den Booten gewesen? Das ist auf jeden Fall das mit den Flugzeugen. Und hier gibt es verdammt viele Flugzeuge. Ich glaube, damit soll man auch starten, so wie das hier gerade aussah. Gott, runter, runter, runter. Okay, laufen wir da durch, wie aus. Okay, machen wir die restlichen Kisten noch. Da ist ein Flugzeug. Okay, machen wir erstmal das restliche Flugzeug, das war jetzt dumm. Obwohl, es ist ganz gut gewesen, weil du nicht siehst, dass ich hier noch so eine Kristall verpasst habe. Okay, das war jetzt nicht gerade die schlaueste Start. Die Flugzeuge habe ich ein bisschen überrascht, dass die gleich am Anfang uns schon entgegenkamen. So, wow. Okay, trifft gar nichts. Guter Start. Der war noch schlechter als eben und diesmal wusste ich, was mich erwartet. Ich muss noch eine Runde drehen. Mindestens eine, wie es aussieht. So, die beiden Flugzeuge. Ich weiß, wo sie ungefähr sind. Eines war weiter oben, eins war weiter unten. Erste, da ist das zweite. Nehmen wir das Tor hier noch mit. Ich muss noch mal ein bisschen weiter drehen. Ich hoffe, das kostet uns jetzt nicht zu viel Zeit. Wenn ich jetzt die Truhe hier mitnehmen will. So, dann das Tor. Dann starten wir mal mit den Ringen, mit denen man wahrscheinlich eigentlich starten soll. Auch abgeschlossen. Das Tor. Das Tor. Das Tor. Nein! Scheiße, das war's. Ich wusste nicht, dass jetzt noch ein Tor so weit unten ist. Wenn ich das Tor erwischt hätte, hätten wir es geschafft. Okay. Wirkt jetzt nicht unschaffbar. Wie gesagt, das, wenn wir ein klein bisschen weiter unten geflogen wären, hätten wir es geschafft. Also. Versuchen wir es nochmal so wie eben. Es ist zwar ein bisschen abstrus, wie wir hier durch die Gegend fliegen, aber es klappt ja. Von daher. Na, hätte ich schon das Flugzeug verpasst. Und das Tor verpasst. Na, das war noch schlechter. Noch schlechter als der Versuch eben. Ich werde von Versuch zu Versuch schlechter. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, wow, alle drei auf einer Höhe. Das ist natürlich auch klasse. Aber zumindest die Kurve jetzt mal ein bisschen besser gekriegt. Wir haben ein bisschen mehr Zeit als eben. Dafür habe ich das Tor auch fast wieder vergessen. Jetzt haben wir ein bisschen weniger Zeit als eben. Wir hatten eben auch 4 Sekunden übrig, wenn ich das Tor unten erwischt habe. Von daher
gebe ich mal noch nicht auf. Also hier. Da. Jetzt sehe ich, dass das Ding da unten ist. Ich dachte nämlich erst, dass ich da nach links muss. Deswegen hatte ich nicht nach hier rechts geguckt. So. Das hier. Die Truhe und die letzte Truhe. Na also, 5,5 Sekunden übrig. Dritter Versuch quasi. Na dann. Puh, können wir doch schon wieder die Overworld von der nächsten Welt machen. Und das ist auch eine Overworld, wenn ich die noch richtig im Kopf habe, sollte man die auch in einem Rutsch durchmachen. Wobei... Es gab da, glaube ich, ein Level, was man nur irgendwie erreichen konnte, wenn man irgendwas geschrumpft hat. Und dafür muss man wieder irgendwo ganz ans andere Ende von der Overworld. Also ich weiß noch, warum ich das nicht, die nächste Welt nicht ganz so geil fand wie diese hier. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass das hier meine Lieblingswelt war. Und die nächste Welt bei mir irgendwie immer so im Kopf die schwerste war, glaube ich. Danke, dass du so viele Dracheneier zurückgebracht hast, Spyro. Steig ein, wenn du bereit für die Monstermacherwelt bist. Möchtest du dorthin? Monstermacherwelt. Ich finde es immer gut, dass wir ihn als Belohnung dafür, dass er unseren Luftballon benutzen lässt, nochmal auf den Kopf springen. Ja, die Größer-Kleiner-Welt, die hatte die coolsten Gimmicks, aber war für mich auch immer die schwerste Welt. Also zusammen mit dem Level, was wir ja eben hatten, was deutlich vereinfacht wurde, weil es diesen mehrfachen Schienenschub nicht mehr gibt. Und das Welt, ein Level im Sumpf, wo man ebenfalls diese verschiedenen Temposchienen kombinieren musste, was man wohl auch nicht mehr machen muss. Das waren zwei Level außerhalb von der Monstermacherwelt, die ich sehr schwer fand. Und die Monstermacherwelt an sich fand ich eigentlich auch immer recht schwer. Oh, warte. Wir sind noch gar nicht in der... warte, der Sumpf kommt zuerst. Oh, die Größer-Kleiner-Welt war die letzte Welt. Dann habe ich die Reihenfolge falsch im Kopf gehabt. Okay, dann macht es natürlich auch Sinn, warum ich die Größer-Kleiner-Welt als schwerste im Kopf hatte, weil es die letzte war. Also die letzte vor der Gnastik-Norg-Welt. Ja, also hier gab es... Das ist der Sumpf, von dem ich sprach. Und in diesem Sumpf gab es... ebenfalls wieder so eine Welt wie das, was wir gerade eben hatten. So eine Schienenwelt. Schienenwelt, mein Gott, so eine Turbo-Tempo-Welt, wo man so verschiedene Tempoflächen hintereinander kombinieren musste, um Eierdiebe zu jagen, die keine Eier mehr hatten. Sondern Edelsteine. Und von daher wirkte sie auf mich immer recht schwer. Aber da diese Tempo-Kombination nicht wieder zur Verfügung steht, ist es ja nicht mehr ganz so schwer. Nasty Nog macht unseren Sumpf zu einem elektrisch geladenen Schrottplatz. Dabei war es hier so schön. Das glaube ich gern. Auch der passt so ein bisschen Voodoo-Zaubermäßig mit seinen Augen, die er um Hals hängen lässt und so weiter und so fort, sehr zur Welt. Also die Drachen hat man auf jeden Fall sehr gut angepasst. Also wie gesagt, ich finde das Spiel unfassbar gut umgesetzt. Es steuert sich quasi fast wie im Original, ein ganz klein bisschen moderner. Also nicht mehr ganz so hakelig wie damals noch. Klar, wir können jetzt wirklich in 360 Grad laufen und nicht mehr so in 8 Richtungen wie noch auf der PS1. Aber ansonsten spielt es sich schon recht originalgetreu, muss man sagen. Ich glaube, hierfür brauchen wir den Schlüssel. Nur recht im Sinne. Die Gegner sehen unfassbar hübsch aus. Allgemein, das Spiel optisch ist super hübsch gemacht. Das Einzige, was ich persönlich als Fan der Serie kritisieren muss, also als jemand, der das Original zig Milliarden Mal durchgespielt hat, ich muss halt kritisieren, dass halt so ein paar Stellen, die ich halt als schwierig im Kopf hatte, jetzt einfach nicht mehr schwierig sind. Weil sie halt vereinfacht wurden. Aber wie gesagt, ich kann es halt auch aus der Sicht und Weise... Das Fluglevel gefunden. Juhu. Ich kann es halt nachvollziehen, warum man es gemacht hat, weil diese beiden Level eben irgendwie herausgestochen sind. Deswegen habe ich es jetzt auch so noch so gut im Kopf. Das Level hier im Sumpf und das andere Level, diese Höhlen, diese luftige Höhlen da. Die habe ich halt deswegen noch so gut im Kopf, weil sie halt schwerer waren als alles andere. Spyro, schön dich zu sehen, aber ich muss los.
Ja, das ist ja schön. Und die Eierdiebe habe ich eben auch aus dem Grund noch so schön im Kopf oder so gut im Kopf, weil sie eben so schwer waren. Und nicht immer, aber teilweise schon. Und aus dem Grund ergibt es schon durchaus Sinn, dass man das balanced. Aber es wirkt halt auf jemanden wie mich, der das Spiel eben wirklich teilweise zumindest noch in- und auswendig kennt. Wirkt es dann eben komisch, wenn man weiß, ey, die Stelle ist super schwer und dann spielt man die und denkt sich so, also irgendwie ist die jetzt mittlerweile aber nicht mehr schwer. Übrigens, diese Kristalle hier, diese Pilze hier zu zerstören, bringt einem rein gar nichts. Es gibt allerdings im PS4-Spiel gibt es ein Achievement dafür, habe ich gesehen, als ich mir die Achievement-Liste einmal kurz angeguckt habe. Deswegen, wenn ich die jetzt schon gerade sehe, dann mache ich die mal kurz kaputt. Also da hat es im PS1-Teil nichts gegeben, weil da gab es natürlich noch keine Trophäen. Aber jetzt hier im PS4-Teil kriegt man dafür eine Trophäe. Wir holen natürlich nicht alle Trophäen, sondern wir spielen das Spiel auf 100%, also so wie es halt damals 100% war. Indem wir einfach in jedem Level alles sammeln. Und es gibt halt immer wieder so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel auf der Overworld in Welt 3, diese vier Metalltypen, die so schräg hintereinander stehen. Wenn man die alle mit einer Rammattacke ohne aufzuhören wegmacht, kriegt man dafür eine Trophäe. Oder wenn man jetzt hier, wie zum Beispiel gerade eben gesagt, diese ganzen Dingens hier kaputt macht. Diese ganzen komischen Leuchtkürbisse. Pilze natürlich, nicht Kürbisse. Ist das Gleiche. Wenn man die einfach so kaputt macht, dann kriegt man dafür halt auch was. Dementsprechend, ja, das war halt im Originalteil natürlich nicht und das gehört halt auch nicht zu unserem 100%-Run hier dazu. So, die sind übrigens mies. Die setzen die komplette Plattform unter Strom. Deswegen im Idealfall drauf springen und die Plattform gerade nicht unter Strom ist und dann das Viech erledigen, bevor sie wieder unter Strom setzt. Und da drüben ist der Schlüssel. Ist eigentlich der Rückweg von da drüben. Hätte ich vielleicht lieber auch als Rückweg nutzen sollen. Hätten wir jetzt keine zwei Sparks verloren. Na, was soll's. Da springen wir natürlich am besten von da oben drauf hin. So, da haben wir den nächsten Ballonfahrer gefunden. Das hier ist Metallkopf. Metalhead, wie er im Englischen heißt. Ich habe ja zuletzt die englische Variante des Spiels gespielt, weil es ja von PS3 die andere nicht gab. Sparks, danke. Ich wollte noch nicht mit dem Ballonfahrer quatschen. Und jetzt müssen wir hier nur noch hoch. Wir haben das Fluglevel schon gefunden, wir haben den Boss schon gefunden, wir haben die drei normalen Level schon gefunden. Müssen wir nur noch den Rest hier auf der Overworld sammeln und dann war's das. Ist ja auch noch so eine. Und damit haben wir die Trophäe, die Pilzjäger. Wie gesagt, wenn ihr die machen wollt, ist jetzt nicht wirklich schwer, das alles zu sammeln. Jetzt fliegen wir noch schnell darüber. Schlüssel bis den ganzen Quatsch. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wirklich viel in dieser Schatztruhe drin ist. Aber es ist schon mal eine Zahl, die uns noch fehlt, die durch 5 teilbar ist, also 45. Von daher ist die Chance recht groß, dass hier 2 Zehner und ein 5er drin ist. Oh, 2 Zehner und 5er, ich bin auch super gut in Mathe. 2 Zehner und 5 Fünfer. Und so war's. Damit haben wir alles gesammelt. Und im nächsten Part geht's dann mit dem ersten Level hier los. Baumwipfel, das ist das Level, was ich meinte, mit den Sprungschanzen, die man kombinieren musste, um die 3 Eierdiebe zu schnappen, die allerdings keine Eier, sondern nur eine Rubine hatten. Oder Edelsteine. Wieso nennt ihr immer Rubine? Ich bin zu sehr ein Zelda-Flair. Die Edelsteine hatten. Level Nummer 1 ist allerdings jetzt nach vorne. Und damit geht es dann im nächsten Part los. Das ist irgendwie ein bisschen strange grafisch gemacht. Hätte man schon auf beide Seiten einfach projizieren können, hätte man das nicht so komisch machen müssen. Du mal so als erste grafische Sache, die mir auffällt, die nicht gut gemacht ist. Hochlanddorf, damit geht es im nächsten Part weiter. Bis dann und auf Wiedersehen.